feiern hier das Nord-Naturfest zum vierten Mal. Und man sieht, dass die Hütte wieder extrem voll ist. Wir sind super zufrieden. Ich muss sagen, ein Lob an mein Team, dass wir hier wieder was auf die Beine gestellt haben. Und ich muss auch sagen, also wir hatten ein großes Lob hier an der Benthamer Eisenbahn, dass sie hier die Festwiese zur Verfügung stellt. Dass wir wirklich so eine mega geile Party hier zelebrieren können. Also ich bin echt überwältigt. Ja, wie das bayerisches Flair. Man sieht, ich denke, so um die 95% sind in Trachten, Lederhosen. Die Mädels haben sich schick gemacht in Dirndeln. Ja, das ist schon für den Norden hier schon sehr, sehr gut. Wir haben kleine Haxen hier angeboten, ne? Leberkäse, Weißwürste. Aber ist wirklich, wir haben richtig alles auf den bayerischen Abend abgestimmt. Wir haben dieses Jahr wieder eine oberösterreichische Kapelle, Werner & Company. Die waren letztes Jahr schon da und die haben so mega eingeschlagen, dass wir die dieses Jahr auch wieder gebucht haben. Wir haben die Passengers, die Partyschweine, die all auf meinen Events dabei sind. Und ja, das, man sieht einfach, man muss einfach mal ins große Zelt reingehen und das ist schon sehr gut. Also der Gast kann nicht erwarten, Party pur. Also wir haben hier alles, das Bier läuft ohne den Hahn zuzumachen. Und ja, also das ist Party pur hier. Ich denke, das wird wohl bis 4 Uhr laufen. Obwohl wir das Starkbier, das kann auch schon um 3 Uhr abgelaufen sein. Also wir im Norden sind unser anderes Bier gewohnt, aber es schmeckt sehr gut, der Löwenwolf. Die Tanzfläche ist voll, die Leute haben Spaß an Party, also Oktoberfest, das ist momentan nicht.